Ich begrüße bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, Michael Stewart, Trainer der Fischtown Pinguins und Fabian Dahlem, Trainer der Eispiraten Grimmitschau. Möchten zunächst das Wort an unseren Gästecoach überreichen, Herr Stewart, Ihre Sicht der Partie. Dankeschön, guten Abend. Ja, von meiner Sicht, ersten Drittel war relativ ausgeglichen und von mir, das war mehr als in Ordnung. Wenn die Mannschaft kommt raus von Bus, man erwartet der Busbein ein bisschen, aber wir waren spritzig und wir haben okay ausgeschaut. Der Rest des Spiels, ganz ehrlich, es war genau, was wir erwartet haben. Wir haben gewusst, dass die Grimmitschauer würden rauskommen und mit viel mehr Energie und Biss, und sie haben sehr, sehr hart heute gespielt. Zum Schluss 2-1, wir müssen einfach zufrieden sein, dass wir haben die 3 Punkte mitgenommen, weil heute war der umgekämpfte Partie und zum Schluss, wir haben das Glück, das in allerletztes Tor, Schuss, Nachschuss, der Rest des Drittels, Grimmitschau haben da bessere Chancen gehabt, aber Brett Jäger hat sehr, sehr gut gespielt heute, super gehalten. Und durch seine Leistung, glaube ich, die Jungs haben eh brav gespielt, aber Jäger hat einen super Tag gehabt und deswegen, wir haben die 3 Punkte mitgenommen. Danke. Vielen Dank, Herr Stewart. Damit das Wort an Fabian Dahlem. Ja, guten Abend allerseits. Da kann ich gleich anknüpfen. Einen super Tag hat er gehabt und natürlich auch das nötige Glück. Wenn wir uns an die Fakten halten, wir haben da 3 Mal am Pfosten geschossen. Das war ein bisschen Schusspech. Die Mannschaft hat defensiv heute sehr, sehr gut gespielt und hat eine sehr gute Reaktion gezeigt auf diese Niederlage vom letzten Montag. Das macht mich zunächst mal zufrieden, dass wir defensiv so gut gestanden sind. Offensiv haben wir unsere Momente gehabt. Der ein oder andere Spieler war mal nicht so präsent, wie es in der Vergangenheit war. Und aufgrund dessen glaube ich auch, dass wir heute nur ein Tor erzielt haben, da wäre mehr drin gewesen. Und ja, wie gesagt, für uns ist es natürlich auch schwierig, wir spielen da mit 4 Imports im Moment, das ist für eine Mannschaft wie uns natürlich ein Riesenproblem, das muss man auch ganz ehrlich sagen. 2 individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt, die so nicht sein sollten, das ist sehr, sehr ärgerlich und ja, grundsätzlich müssen wir auf die Leistung aufbauen, was die Defensive anbetrifft. Wir müssen schauen, dass wir die Offensive wieder ans Laufen bringen und den einen oder anderen Spieler, der vielleicht ein bisschen beleidigt momentan ist, in die Pflicht nehmen, sodass wir in den nächsten Spielen wieder mehr Offensive entwickeln können, mehr Tore erzielen können, weil wie gesagt mit 2 Gegentoren zu Hause, es ist eigentlich eine ganz gute Situation, ein Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, es waren auch noch 3 Pfostenschüsse dabei und wenn du dann das jüngste Schussglück nicht hast, dann verlierst du dann leider und deswegen Blick voraus, aufbauen und jetzt die nächsten 4 Tage mit nochmal 2 Spielen nach den Feiertagsstrapazen durchkämpfen, um dann endlich wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Dankeschön. Vielen Dank an die beiden Trainer. Damit die Fragen der Pressevertreter. Frage an Fabian Dahlem. Welche Spieler betrifft das, die Aussage? Herr Frenzel, Sie wissen ja, dass ich das hier in der Öffentlichkeit nicht kundtue, aber Sie sind ja ein sehr spitzfindiger Journalist und von daher, glaube ich, können Sie sich Ihre eigenen Gedanken dazu machen. Weitere Fragen an die beiden Herren? Sehe keine Wortmeldungen, möchte die nächsten Spiele der Eispiraten Grimmitschau ankündigen. Am kommenden Sonntag, den 5. Januar, spielen wir 18.30 Uhr auswärts bei den Heilbronner Falken. Das nächste Heimspiel am kommenden Dienstag, den 7. Januar, dann empfangen wir hier die Ravensburg Tower Stars. Um 20 Uhr ist das erste Bulli. Unseren Gästen aus Bremerhaven, Herrn Stewart, der Mannschaft, einen guten und sicheren Heimweg und eben einen schönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.